Hallo, hier ist Joshua von Move36. Die Gamescom ist vorbei. Endlich kehrt wieder Normalität hier ein. Und ich bin mal wieder im Kino wie jeden Montag. Heute geht's wieder in die CineSneak. Das heißt, ein Film vor offiziellen Bundesstart für 5,50 Euro. Allerdings wissen wir alle jetzt noch nicht, welcher, aber hier ist schon mal ein Ausschnitt. Wie wär's mit einem Martini? Eigentlich bin ich hergekommen, weil ich mit dir schlafen möchte. Geht das nicht auch ohne Getränk? Bevor es jetzt aber losgeht, wir den Film sehen und ihr den Trailer, gibt's erstmal das Vorprogramm, das hier jeden Montag vor der CineSneak läuft. Da gibt's Freikarten, Popcorn und vieles, vieles mehr. Schauen wir einfach mal, was passiert. Dann gibt's den Trailer für euch. Die Stimmen der Zuschauer gleich nach dem Kino. Wie fanden sie denn den Film? War geil, war nicht so geil? Werden wir merken. Und dann setze ich mich mit Dirk nochmal kurz hier hin. Das ist der Moderator von der CineSneak. Und wir werden den Film nochmal nicht ausführlich bequatschen, aber ausführlich ja, bequatschen. Und wird super gut. Bleibt dran. Wir haben wieder ein relativ einfaches Spielchen heute Abend. Ich habe wieder eine Liste mitgebracht mit 10 Dingen, die ihr versuchen müsst, innerhalb von 2 Minuten hier vorne zu bringen. Und die 10 gesuchten Dinge waren eine Sinister Cut, eine Kappe, Sonnencreme, ein Pflaster, Handschuhe, ein Stofftier, ein Nintendo-Spiel, eine Videokamera, einen Eiskratzer und ein Porsche-Schlüssel. Durchaus machbar, vielleicht aber nicht alles. Jedenfalls gaben die Kandidaten ihr Bestes und stellten den Saal auf den Kopf. Was ist Pflaster? Nummer 1. Sinister Card. Ja, Nummer 2. Kuscheltier. Sonnencreme. Ja, 3, 4. Die Handschuhe. 5. Eine Mütze. Wo ist die Mütze? Ja, hier. Ach, da ist die Mütze, okay. Und der Porsche, Schlüssel. Porsche, ja. Ja, Porsche. Sehe ich. Nee, aber du hast 6. Sehr gut. Somit hast du 1 mehr. Ja. Yeah. Max, herzlichen Glückwunsch. Das war knapp. Sehr knapp, aber leider trotzdem verloren. So, Nathalie, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast gewonnen. Bei dir ist jetzt die große Frage. Hättest du ganz gerne 2 Freikarten für die nächste Woche? Ja. Oder hättest du lieber die geheime Box? Ich will die geheime Box. Geheime Box. Einmal drehen. So, okay. Dann habe ich einmal für dich. So, ein T-Shirt, Big Lebowski. Größe L. Das passt, ja. Passt. Dann eine Actionfigur von Breaking Bad. Popcorn! Dann Popcorn natürlich, Popcorn darf nicht fehlen. Und zu guter Letzt auch noch ein Schlüsselanhänger von den Simpsons. Das letzte Popcorn gibt's natürlich wieder für die Person, die eine Frage aus dem letzten Film richtig weiß und natürlich auch hier vorne ist. Das heißt, vom Platz aus bringt's nichts, man muss natürlich hier vorne sein. Und zwar hatten wir letzte Woche eine Person, die beschuldigt wurde, seine Freundin umgebracht zu haben. Wie ist denn sein Rufname? Arschloch ist falsch. Also es ist furchtbar öfters, aber es ist falsch. So. Iggy. Iggy, ja, eigentlich Iggy. Lass uns was, aber er wurde meistens Iggy genannt. Danke. Vielen Dank, was du machst. So ging das nicht weiter. Ich hatte die Ausbildung bei der Versicherung abgebrochen. Die einzige Ausbildung, die ich hier angefangen hatte. Bist du sicher, dass du die Nachtschicht willst? Gibt aber ein paar unangenehme Vögel nachts. Es gefiel mir, in Bordelle und miese Kneipen einzudringen. Mir hat neulich ein Typ 500 Mark geboten, wenn er mir ins Knie fassen darf. Für 500? Dafür hätte ich ihm auch reingeblasen. Und gleich danach Herrn und Frau Pfeffersack vom Atlantik-Hotel abzuholen. Fährst du Besoffene? Na klar, Besoffene sichern meinen Lebensunterhalt. Wohin? Wo noch auf ist. Aber was mir am meisten gefiel, war das Geld. Du hast doch bestimmt einen Freund. Ja. Hallo, ich bin Dietrich. Aber bist du neu? Manchmal merkt man erst, dass man schon wieder in etwas hineingeraten ist. Dietrich ist keiner von deinen Vorstadtjungs. Du musst darauf achten, dich seiner würdig zu erweisen. Wenn man bereits bis zum Hals drinsteckt. Hallo. Was studierst du? Taxifahren. Wie wär's mit einem Martini? Eigentlich bin ich hergekommen, weil ich mit dir schlafen möchte. Geht das nicht auch ohne Getränk? Ich habe einen Freund. Hast du nicht gesagt, dass du keine Beziehung willst? Dass ich eine Beziehung habe, heißt ja nicht, dass ich sie will. Wenn ich was Besseres finde, dann ist es vorbei. Tauch nie wieder unangemeldet bei mir auf. Ich will, dass du es mir ins Gesicht sagst. Du siehst scheiße aus! Ich bin erregt, aber schau mich an. Mutterschaft ist ohnehin dein einziger Ausweg. Wir haben zu lange miteinander gerungen.
fährt so ein hübsches Mädchen wie du auch Taxi. Ich fahr gern Auto. Hört sich an wie ein scheiß Job. Willst du dich umbringen oder bloß das Taxi verschrotten? Weil dann brauchst du mehr Anlauf. Wozu? Zum Umbringen oder zum Taxi verschrotten? Für beides. Gab schon bessere Filme. Was hat er gefragt? Nicht so? Ja, war ein bisschen irgendwie ohne Story. Aber es gab ein paar dumme Sprüche, die waren okay. Ganz kurz und knapp, leider zu langweilig, um da eine klare Bewertung abgeben zu können. Ach, naja, war eher so bescheiden. Was hat dir nicht so gefallen? Hä? Was hat dir nicht so gefallen? Ich weiß nicht, die Handlung war jetzt irgendwie nicht so einsichtig. Keine Ahnung. Wie fand ich den Film? Ja, es war halt ein deutscher Film, ne? Es gab schon durchaus schlechtere, ich fand den okay. Stimmt. Okay war, ja, von 10 Punkten eine 4. Bei mir so eine 6. War gut. Naja, bisschen hin und her, aber jetzt nichts Besonderes. Also war mal wieder ein Griff ins Klo, um ehrlich zu sein. Ich fand ihn auch nicht gut. Ich weiß nicht, keine Handlung, gar nichts. Ihr seht, Dirk ist hellauf begeistert von dem Film, oder? Ja, ich mag Taxifahren. Wirklich? Fandst du den gut? Es wäre ein guter Fernsehfilm gewesen, aber fürs Kino war der mir einfach ein bisschen zu nichtssagend. Tja, habt ihr eben gesehen, genau dieselbe Meinung haben eigentlich auch so ziemlich alle Zuschauer vertreten, die ich hier draußen gefragt habe. Viele, viele haben noch gesagt, er ist schlecht, wollten aber nicht vor die Kamera. Und ich verstehe es nicht. Der Film war geil. Ich finde, der hatte alles gehabt. Der hatte klasse Schauspieler, gerade die zwei Hauptcharaktere, Peter Dinklage aus Game of Thrones, den werdet ihr auch kennen. Ja, der kann auch Schauspieler, der kann auch andere Sachen, wie als kleiner, betrunkener Ritter durch Westeros reiten. Das hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Die weibliche Schauspielerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, die haben super harmoniert. Die hatten was, das war richtig klasse. Prominent besetzt auch in den Nebenrollen. Er sagt eben, Gronkh war dabei. Nein, es war Anthony Monod Jr. Er sah aber aus wie Gronkh. So. Sieht aus wie Gronkh, ist aber Technik aus der Saturn-Werbung. Kennt ihr garantiert, das ist nämlich ein richtiger Schauspieler. Auch der kann das richtig, richtig gut. Hat er den Film vielleicht nicht so zeigen können, sage ich jetzt mal. Aber Filme mit ihm kann ich empfehlen. Ich fand die Bilder toll, der Soundtrack war klasse. Gut, die Story war ein bisschen nichtssagend, aber er hat eine coole Stimmung rübergebracht. Und ein kleiner Affe war dabei. Ein Affe war dabei. Und ein C64. Das ist die beste Stelle überhaupt im ganzen Film. Ich verstehe es nicht. Die haben den Film alle nicht verstanden. Ihr habt doch keine Ahnung. Geht bitte in ein anderes Kino. Ich fand den Film geil und so ist es auch. Deswegen habe ich 9 Punkte gegeben. Ich sage aber, der kriegt 5,5 in der Auswertung. Also ich weiß noch nicht, wie viele Punkte ich hier gebe. Das Beste, ich kann es natürlich erst später entscheiden, ich muss nicht direkt entscheiden, aber 9 Punkte wird er von mir nicht erhalten. Eigentlich 8, aber war noch ein kleiner Affe dabei, deswegen 9. Der Affe, okay, gut, weil ein C64 dabei war und ein cooler Nerd, der die Weltherrschaft des Computers vorausgesehen hat, gebe ich den wahrscheinlich 4, mit Wohlwollen, 4 Punkte. Und die Besucher? Die Besucher insgesamt, ja, die werden sich auch so irgendwann um die 4,9 so rum entscheiden. Sind wir ja nah dran. Ihr seht ja, wo wir es gerade hatten vom C64. Der Film spielt, ich weiß nicht, ob es im Trailer rüberkommt, ich glaube 1986, ne? Ja, es war 86. Und er hat, ich finde auch, dieses Retro-Gefühl hat er richtig gut rübergebracht. Der Film spielt in Hamburg. Jedes Auto, das man gesehen hat, ist so ein altes. Es gab coole alte Möbel zu sehen. Es war auf jeden Fall was fürs Auge. Ich weiß nicht, warum den alle haten. Bis nächste Woche. Lasst mich doch in Ruhe. Man fliegt mit riesigen, gewaltigen Raumschiffen durch ultra-stylische und extrem taktische, anspruchsvolle und auch grafisch opulente Maps. Ich fand das so geil, hab gesagt, da mache ich ein ganzes Video drüber und ich habe meinen Entwickler interviewt und das könnt ihr euch jetzt angucken. Ich bin jetzt hier direkt mit einem der Entwickler von Jaga unterwegs. Stell dich doch mal kurz vor.